Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games und ihr habt es schon am Thumbnail gesehen. Wir kümmern uns jetzt endlich um die um das Spezialset zum Pokémon-Kinofilm Pokémon Meister Detective Pikachu. Es kommen mehrere Boxen dazu raus, unter anderem mit Glurak GX, mit Mewtwo GX und mit Quajutsu GX. Und zu Quajutsu wird es ein Gewinnspiel geben, das gibt es allerdings erst am Mittwoch. So, wir fangen an mit der Glurak GX Box und ich werde es mal aufmachen, denn ich habe jetzt erst gesehen, wo ich die Plastikfolie abgemacht habe. Das ist echt ziemlich cool. Ich habe nämlich hier noch diese Fallakte Glurak GX und ist ziemlich cool gemacht für so eine Box, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, wie viele Karten in den Detective Pikachu Packs drin sind, was da für Karten drin sind. Ich habe mich da überraschen lassen und wir gucken uns mal die ganze Sache an und machen die Box erstmal wieder zu und ich reiß die jetzt mal hier irgendwo auf und dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist vor Ort. Okay, die gehen ganz gut auf. Sehr schön. So. Hier haben wir das Innenleben. Finde ich ziemlich cool. Erstmal die normale Karte. So, die ganz, ganz große Glurak GX Karte. Mit Designs aus dem Film. Also so würde ein Glurak wohl in echt aussehen. Und ich möchte von euch wissen, werdet ihr den Film schauen? Guckt ihr euch den Film an, guckt ihr euch den Film nicht an. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich werde ihn wahrscheinlich sogar im Kino angucken. Denn ich muss echt sagen, ich fand die Trailer jetzt nicht wirklich so schlecht. Also, ich habe zuerst gedacht, ach du Scheiße, ein Pokémon-Realfilm muss ich jetzt nicht haben. Und dann, wo ich die ersten Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, muss ich immer noch nicht haben. Aber als dann so die letzten Trailer rauskamen, sah das doch schon ziemlich vielversprechend aus. Und hier haben wir die Code-Karte wie immer mit dabei. Und unsere kleine Glurak GX-Karte mit 52 KP vom Typ Feuer mit den Attacken Wütende Verwüstung mit einmal Feuerenergie. Lege die obersten 8 Karten von deinem Deck auf den Ablagestapel. Wenn unter jenen Karten Feuerenergie-Karten sind, lege sie an dieses Pokémon an. Dann haben wir das Dampfgeschütz mit 200 Schaden, zweimal Feuerenergie, dreimal farblos. Und furchtbare Flamme GX mit 52 Schaden, zweimal Feuer, dreimal farblos. Lege eine Energie von jedem Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Ist also eine ziemlich krasse GX-Karte, würde ich sagen. Und ja, richtig nice. Also mir gefällt das Design irgendwie, auch wenn ich die Real-Life-Artworks manchmal ganz komisch finde irgendwie, aber so sähe es halt aus, wenn es Pokémon echt gäbe. Und von daher, ja, warum nicht? Jetzt haben sie auf jeden Fall was einfallen lassen. Es hätte auch schlimmer aussehen können, ganz ehrlich. Und wir haben hier 4 Packs. Oh, da sind aber 6 Packs drin. 4 Packs vom Film. Und einmal Sonne und Mond nach den Flammen und einmal Sonne und Mond Basis. Und wir fangen erstmal mit den Filmpacks an, darum geht's ja. Und nach den Flammen nehmen wir als Glückspack. Vielleicht haben wir da ja was Besonderes drin. Basisset ist immer so, naja. So, Code-Karte gibt es auch bei den Filmpacks. Und da sind bloß 4 Karten drin. Ich weiß nicht, ob ich da einen Kartentrick machen soll. Ich zeige es euch einfach so. So, wir starten mit Snubbull. Das sind übrigens Holo-Karten, wie es aussieht. Ja, das sind alles Holo-Karten. Snubbull, Pummeluff, Enton und Glurak nochmal als normale Holo-Karte. Sieht auch sehr, sehr geil aus, finde ich. Schütze und wilder Tackle. Okay. Als nächstes haben wir Schlurp. Nochmal Snubbull. Nochmal Pummeluff. Und Mewtwo gibt es ja ebenfalls als GX-Karte und als normale Holo-Karte. Und das sieht echt gut aus so. Also so sieht es echt richtig nice aus. Ich dachte mir erst so, bei den ersten Szenen von Mewtwo, Nacktmull lässt grüßen. Aber sieht doch schon ziemlich geil aus. Als nächstes haben wir Carpador. Bisasam, was irgendwie echt niedlich aussieht. Schlurp. Und Arcani. Und das Design ist echt richtig cool irgendwie. Sicherheitsdienst sagen, dieses Pokémon aktives Pokémon ist, werden jeden deiner Pokémon durch Tag meines Gegners 30 Schadenspunkte weniger zugefügt. Ist also gar nicht mal so schlecht vielleicht für ein Vollerdeck. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. So, letztes Filmpack.
sind also immer vier Karten pro Booster Pack drin. Gibt auch nicht so viele Karten dazu, muss ich sagen. So. Dann geht es weiter mit Anton, Carpador, Glumanda, auch sehr, sehr niedlich gemacht. Und nochmal mit Glurak. So, das waren unsere Filmpacks und haben natürlich auch normale Booster-Packs drin. In. Hoppala. Ich hau gegen mein Mikro, das geht gar nicht. In jeder Box. So. 1, 2, 3. Denk dran, am Mittwoch gibt es das Gewinnspiel zu Jutsu Box. Also kommt auf jeden Fall am Mittwoch wieder vorbei. Spätestens. So, Quaputzi. Schmetterhammer, Mizunder, Makuhita, Snubbull, Alola Radfratz, Garnovil, Pepek, eine Reverse-Energiezugewinnung und ein Kommandutan als Holo. Und die ist echt gut, die kann man sogar sehr gut spielen. Wird auch jetzt immer noch gespielt in Decks. Also gar nicht mal so ein schlechter Pull, würde ich sagen. Und Nacht in Flammen, unser Glückspack. Wer weiß, vielleicht haben wir auch wieder in diesen Boxen Glück. 1, 2, 3. Wir legen los mit Lola. Bodybuilding-Hanteln. Seemon. Meryl. Rihorn. Sankabu. Huthut. Tangela. Einen Reverse Gyarados. Nicht das gute Gyarados, das etwas schlechtere Gyarados. Und ein Volvarok in der Tagesform. Ja, das Warwick Day als normale Rare-Karte. Schade, da nichts drin gehabt, was jetzt irgendwie mega krass war. Das Kommandos ist inzwischen schlecht. Aber ansonsten würde ich sagen, ziemlich coole Box. Wenn ihr in den Film gehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob euch der Film interessiert oder sagt so, nee, muss ich nicht haben. Also ich finde ihn ziemlich cool von den Trailern her und ich werde mir bestimmt angucken. Also von daher kann man ja dann sehen, wenn der Film draußen ist, wie die Meinung so ist nach dem Film. Und ja, alle Boxen sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr sie bestellen wollt, guckt einfach da rein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann morgen im Video mit der Mewtwo GX Box. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.